Hallo und willkommen zurück bei Minecraft Live in the Woods Let's Play Together mit der hüpfenden Tibra auf ihrem Hügel und mir, Grüß dem euch. Anduin. Und der Anduin auf seinem Hügel. Ja. Zumindest dort, wo mal das Ratshaus oder Herrenhaus oder so hinkommt, ne? Richtig. Auf dem Hügel da drüben. Jupp. Ja, ich habe da meine Mühle vor. Und da ist schon einiges an Material gefarmt. Also einiges, ein bisschen was. Wo läuft er hin? Ich laufe zur Cobblestone-Farm. Wir brauchen einiges an Steinziegel. Ups, jetzt, ja, okay. Ich und die unkontrollierten Klicks. So. Ja, die letzte Folge war ja, glaube ich, der Zeitraffer, wo man ein bisschen die Mine gesehen hat, Strip Mining. Wir haben massiv viel Speckstein rausgeholt. Also, dort sollten wir ausreichend haben für die nächsten Gebäude. Aber uns fehlt der Steinziegel. Genau. Und ihr wisst ja, wir haben ja da die Cobblestone-Farm gebaut. Und im alten Fischerhäuschen wird der Steinziegel oder der Stein gebrannt und dann zu Steinziegel gemacht, ne? Genau. Ja. Gut, mal sehen, ob die Mühle so wie ich sie mir vorstelle auch was wird. Das ist jetzt die große Frage. Sollte da wieder drüben ankommen irgendwann. So, wir werden da jetzt nur einiges an Cobblestone abbauen. Ich habe da ein Pferd, das steht seit Ewigkeiten im See. So, und jetzt habe ich Käse gebaut. Das ist sowas fällt mir so leicht. Macht. Ja, ich habe den Block falsch gesetzt, aber ist halb so wild. So. Jetzt bin ich gespannt, ob wir wieder zusammenkommen. Ja! Das erste ist fertig. Da vorne raus sollte die Tür kommen. Und da mache ich am besten. Ich brauche Steinziegel. Ich brauche Steinziegel. Und eine Stiege. Und Holz. Ding, ding. So. Wo ist die Mitte? Ah, da. Gut. Was für einen Boden soll ich denn machen? Holz. Holz. Also unten im Erdgeschoss würde welches Holz? Ein Steinziegel nehmen. Ja. Das ist ein starkes Fundament, das der Turm braucht, aber in den Geschossen dann, falls du Geschosse einbaust, würde ich dann Holz nehmen. Mhm. Eiche, Standard. Standard, Klassiker. Genau. So. Die Fenster überlege ich mir später. Das kann man easy ausschlagen. Also, ich bin hier nicht gekommen mit dem bisschen Steinziegel. Ich habe keine Lust, dass du schon welche hast. Ja, für den Socken habe ich mir welche gemacht. Ah, okay. Aber wenig. Halb Stacks. Hm.
Neues zu erzählen. Da die Tür rein. Du bist hypnotisiert von der von der Eintönigkeit der Koppel ist den Farben. Ja, genau. Du nichts anderes als wie Steinklopfen. Ja, soll man sich ja den Kopf frei machen. Ja, macht's unheimlich. So. Jeglicher Gedanke ist ausgeblasen. Gut, na dann machen wir mal den Boden rein. Wo ist denn der Speckstein? Was heißt, wo ist der Speckstein? Na, wo haben wir den? Im Fischerhäuschen drüben, oder? Ja. Okay. Da ist er gebrannt worden. Okay. Und eine Kiste ist komplett voll, die ist im Lager, oberhalb vom Sandschotter und so weiter. Und da relativ viel liegt da schon unten drinnen bei dem automatischen Ofen. Ah, okay. Und ein bisschen was ist oben drinnen. Mhm. Aber da habe ich jetzt den Cobblestone vorgerät. Nur mit dem Speckstein, was da ist, kann man da lässt sich einiges bauen. Okay. Gut. So. Die Kiste ist voll. Perfekt. Sogar. Nehme ich mal zuerst hier was raus. Oh, jetzt sehen die Spitzhacken aus. Das ist blöd. Ich werde den Boden aus Speckstein-Ziegel machen. Nicht? Im Erdgeschoss. Das ist ein bisschen Unterschied zum Socken. Wird einmal geschaut. Schaut, dass wir keine Webcams anhaben. Jetzt war mal ein kurzer Kontrollblick von der Tiefe. Ja. Muss ich doch, wenn da nichts kommt. Ja, was soll da kommen? Ja, schön oder nicht schön. Naja, Speckstein. Was Boden in einer Mühle. Ja, es ist halt die Nobelmühle. Ja, genau. Vom Imperator Karl Franz, die persönliche Mühle, die ist mit Specksteinziegel ausgelegt und mit Hermelin-Vorhänge. Esel. Ja, ist ja so. Das ist viel zu schön. Aber. Wie du meinst. Dein Projekt, die Ritter dann nichts rein. Genau, so ist es. Du siehst, das erzählt dir nicht, was ich sage. Ich mach wieder Tag. Ich mach wieder Tag. So. Jetzt wird schnell vom Thema abgelenkt. Ich finde den schön. Ja, schön ist er. Deshalb haben wir ihn ja auch als Fassade genommen. Ja, wesentlich mehr vorhanden ist als wie der Marmor. Siehst du, muss ich direkt einmal schauen, was da bei diesem Gebirge, was dann steht da herüben, ob das auch nur Speckstein ist oder ob das Marmor ist da. Interessiert mich jetzt. So. Steht da Speckstein. Die sind irgendwie im Speckstein-Biom. Ja, sieht so aus. Na, so. Ah, wenigstens hast du jetzt ein bisschen mit mir geredet, weil ich glaube, du leidest zurzeit an Frühjahrsmüdigkeit. Ja, extrem.
Ja, wir wollten gestern eigentlich schon was aufnehmen, aber es war nicht möglich. Es war nicht möglich, nein. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie lange es heute schafft. Okay. Mitte des Nachmittags fängt es an und so bis, ja, wie spät haben wir es jetzt? 18 Uhr ist es so weit, dass es am besten ist, ich gehe gleich schlafen. Lichter, Vorhänge zu, schlafen gehen. Momentan ist es nicht einfach, die Augen offen zu halten. Es vergeht dann auch innerhalb von einer Stunde, eineinhalb. Eher zwei, glaube ich. Oder vielleicht eine. Gestern habe ich mich in eine richtige Trance begeben, da haben wir Fortrisskräfte gemacht, weil da sind wir gerade wieder am Farmen für die nächsten Aufnahmen. Und da merke ich an mir selbst nach zwei Stunden, in welcher Trance, dass ich da dahin arbeite. Ja, kaum ansprechbar. Aber wir haben das ganz gut hinbekommen. Es war auch eine sehr, sehr einfache Arbeit. Also Geschosse nach unten ausheben, das war nicht sehr anspruchsvoll. Das war deine Arbeit. Ach ja, deine war was anderes. Ich habe Erze gefarmt. Mhm. Und neue Erze dann gesucht. Wir haben jetzt bei den... jetzt fällt mir der englische Name wieder nicht. Bei den Smelter, bei den Schmelzöfen. Da gibt es so Aufsätze, dass die effektiver arbeiten im Vortragskraft. Und da sind wir halt von einer Variante halt, die halt nicht so produktiv ist, auf die nächste größere gestiegen. Mhm. Da läuft so richtig dahin. Also ja, da muss auch mal schon Laufarbeit zu machen. Die größte, die uns derzeit zur Verfügung steht, haben wir nur bei den Schmelzöfen, wo das Erz schon automatisch reinkommt. Also für die, die hier zusehen und bei Vortragskräften in den nächsten Vortragskräftaufnahmen, seht ihr dann schon, dass die ersten Erze automatisiert sind. Genau. Ja, und so die nächsten Arbeiten sind jetzt dann halt... den Rest der Erze zu erschließen. Also das ist da ein bisschen anders bei Vortragskraft wie bei Minecraft. Minecraft ist da überschaubar, da hat man eine Tiefe von maximal 64. Ja, und bei Vortragskraft haben wir das DLC Frozen Factory dazu genommen. Und ohne dem geht es schon auf Tiefe, glaube ich, 2500 oder so. Ja, so ist es. So. Und ich muss jetzt mal hin, dass es rauskommt. Ach, ich brauche Holz. Da ist die Mitte. Na bitte. Ja, was gibt's noch bei Vortragskraft? Bei 7 Days? 7 Days, ja. Da waren die letzten Aufnahmen sehr sehenswert. Wir haben 7 Days, die aktuelle Staffel, für alle, die dieses Game kennen, haben wir mit dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad begonnen. Mhm. Aber halt am Server, also das ist kein Einzelspiel, sondern Multiplayer auf dem eigenen Server, wie wir da beim Eingriff und so haben. Und da sind halt wirklich die Zombies, also massiver Spawn, Respawn aber extrem hoch. Und die Zombiehunde. Und Zombiehunde gibt es eigentlich stündlich. Also es vergeht kein Tag, wo wir nicht eine Zombiehunde im Alter haben. In-game stündlich. Ja. Also wir sind auf einem Status jetzt angelangt, vor allem das neue 7 Days. Was ist jetzt die aktuelle Release? 15, glaube ich. 15, ja, irgendwas. Sie haben gegenüber 14, haben sie in der 15er geändert, dass die Abhängigkeit, wie die Zombies spawnen und welche Versionen der Zombies, ist abhängig von dem, was der Spieler erreicht hat. Also seine Base wird bewertet im Hintergrund mit Zahlen, seine Ausstattung. Und umso höher dann diese Zahl ist, die sich da errechnet, umso heftiger fällt das Spawn von den Zombies aus, vor allem auch bei den Horden. Ja. Und vermutlich auch halt beim restlichen Spawn, weil, wie gesagt, wir haben nur mehr Zombiehunde. Massiv. Und
beim letzten Mal war halt schon eine ziemlich super GAU, weil wir eigentlich zu nichts mehr kommen, außer reparieren, Zombies erlegen, Zombiehunde erlegen, sich selbst wieder zusammenflicken. Mhm. Was ich mittlerweile, ich glaube, an dem Aufnahmetag dreimal gemacht habe. Ich auf jeden Fall zweimal, das weiß ich noch. Also irgendwann wird auf natürliche Art und Weise sogar der Zombiespawn wieder abnehmen, weil wir haben demnächst keine Ressourcen mehr. Okay. Wenn das so weitergeht, geht uns Munition aus, medizinisches Material. Ja. Ja, jetzt sind wir am Überlegen, was wir mit dem Schwierigkeitsgrad machen, weil es soll Schwierigkeitsgrad verändern, ja. Ein Weiterkommen sichtbar sein und wir stehen da derzeit. Das ist Wahnsinn. Bedingt ja dadurch die Größe der Base, die wir erstellt haben, die wird dann schon eine so exorbitante Berechnung ergeben. Da müssten wir ungefähr 50 Spieler sein. Ja. Dann wäre es wieder okay vom Zombiespawn, den wir haben. Hm. Ja, sind wir nicht, also nicht, und deswegen. Ja, das wahrscheinlich ändern. Werden wir wahrscheinlich senken müssen. Gut. So, ein bisschen was habe ich wieder. Ja, ich habe den Sockel und den Boden der Mühle. Ich werde das mit Teppich, also in einer Mühle, an Teppich, ja, das. Okay. Königliche Mühle. Ist sehr edel. Tibras königliche Mühle. So. Einmal geht da noch. Nein. So. So. Oh, ja, ich brauche Holz. Und ich sehe schon, welches Holz. Das Holz. Eine Mühle, die der Königin Tibra würdig ist, eben, wird da genau gebaut. Genau so habe ich mir das gedacht. Da kommen sicher goldene Türgriffe rein. Und kann man das auswählen? Das geht sicher. Gemälde würde ich auch reinhängen, das ist alles sehr authentisch. Ja, von dicken Müller. Von einem dicken Müller. Mhm. Müller ist dick. In knappem Höschen, oder? Bitte. Ja, wie kommst du drauf auf ein Gemälde von dicken Müller? Ich meine, welche Perversitäten haben die heute geritten? Ich hänge mir in meine Mühle ein Gemälde von einem dicken Müller. Oh ja. So war das nicht gemeint. Aber in den Kinderbüchern ist der Mann immer. In den Kinderbüchern ist immer der Müller immer dick und mit einem knappen Höschen auf einem Gemälde. So ein Blödsinn. Welche Kinderbücher liest du? Gott sei Dank haben wir keine Kinder. Die Armen. Sicher, in den Kinderbüchern waren irgendwo Müller oder so, die waren immer, das waren immer dicke Leute. Müller, Metzger, immer dick. Liebe Grüße an der Stelle an die Müller, die vielleicht zusehen bei uns. Also ihr seid generell. Nein, in den Büchern. Also. Herrlich. Ja. So, da kommt die Tür rein. Weiß schon, wie die Folge heißt. Ja. Von dicken Müllern und königlichen Mühlen. Okay. Na, das muss ich mir noch überlegen. So, es wird dunkel. Und mit Blick auf den Sonnenuntergang ist die Folge fast fertig. Fast. Ja, nur fast. Ich krieg vielleicht noch meine Runde durch. So. Dicke Müller.
wie du auf den Gedanken kommst. Wie ich auf den Gedanken? Also die Gedanken des dicken Müllers auf dem Gemälde, den. Du drehst dann wirklich das Wort im Mund um. Okay, aber jetzt. Gut, also wir werden das außerhalb der Aufnahme noch einmal diskutieren, wie die Müller heutzutage bekleidet sind auf die Melden. Und nicht bis dahin. Heutzutage. Also damals in Kinderbüchern, was die Tibra gelesen hat. Ich habe die Kinderbücher nicht gehabt, ich sag's gleich. Das waren nur Tibras Kinderbücher. Ich kenne solche Kinderbücher auch nicht. Wurde mir als Kind nie vorgelegt. Okay, also dann. Dann Happy Gaming, ciao, ciao. Ciao.